Mann, Leute, ich habe so Bock auf Ben & Jerry's. Wir haben hier nur diesen Früchteteller. Ja, keiner von uns geht halt einkaufen. Buffel hat keinen Bock, du hast keinen Bock. Ah, ja. Ja, ich habe echt keinen Bock. Heute ist eh Feiertag, deswegen würde ich wenig einkaufen. Da wohnt er doch. Er greift ihn, macht das Haus kaputt. Warte, wer redet da? Wer ist denn das? Ah, die Skibidi-Armee-Toiletten sind vor unserem Haus, Leute. Oh nein, was machen wir denn jetzt, Buffalo? Ich hab dir doch gesagt, du sollst nichts kaufen im Internet. Oh nein! Keine Sorge, ich habe unter der Treppe ein paar Sachen, die können die bekämpfen. Also ihr könnt die bekämpfen. Oh, warte mal. Ich mach hier gar nichts. Wow, Andy hat recht. Gut, dass wir Andy hier haben. Leute, lasst schon mal ein Like da, abonniert den Kanal, es wird richtig spannend. Und schaut bis zum Schluss, Leute, es wird richtig cool. Und, okay, Buffalo, willst du mir helfen? Nein, ich helfe dir nicht, ich bleib hier drin. Ich versteck mich und gucke wie aus dem Fenster. Wir gehen von der Garage. Oh, da sind die, Angriff! So, ich mach hier diese Dingsbums. Bam, bam. Oh nein. So, Leute. Oh, die sind echt stark hier. Ich war nicht vorbereitet, dass du überhaupt sowas zu Hause hast. Oh, bleib mir fern mit deinen komischen Dingern, so. Okay. Ja, so, ich werde dich zerhaxeln. Nix wirst du mich zerhaxeln. So, let's go. Oh. So, den Baum kaputt machen, ladidadida. Lass unseren Baum, der seit 4 Jahren steht er schon da und keiner hat ihn bis jetzt gewagt, kaputt zu machen. Ich hab's geschafft, Leute. Alter, Buffel, was war das denn wieder für ein Kampf hier? Ich weiß es auch nicht, aber du hast es ziemlich gut gemacht. Ja, ich bin trainiert, Leute. Und ey, warte mal, wer ist das da vorne? Sieht aus wie ein, weiß ich nicht, wie ein Gangster, hey. Pass auf. Hey, du, da guck mal, ich bin auch ein Gangster. Was wollen Sie hier? Das ist unsere Hood. Keine Sorge, ich bin euer neuer Nachbar. Unser neuer Nachbar? Seit wann haben wir einen Nachbar, ja. Buffalo? Ja, und wo wohnt der überhaupt? Wir haben hier kein Haus nebendran. Ja, da, hinter mir, da in dieser weißen Bucht, da, die Tür, da wohne ich. Was? Hier? Da wohnt jemand? Es riecht auch richtig komisch. Wer bist du überhaupt? Ich bin ein alter Freund von, Andy. Und ich dachte, ich habe gehört, der wohnt hier und ich wollte mit ihm wieder chillen. Weißt du, wie früher in guten alten Zeiten. Ein Freund von Andy. Das hat uns doch Andy gefehlt. Macht nur Probleme. Oh nein, Leute, jetzt habe ich einen Freund von Andy. Weißt du, das ist voll gefährlich hier. Ja, ich habe es gerade gesehen. Das hat mich grad, ich war gerade am Mittagsschlaf, Mann. Und hier sehe ich überall diese komischen Skibidi-Toiletten und höre nur Schüsse. Ja, es ist halt Alltag hier in der Stadt. Oh Mann, ja, ich kann ja nichts machen. Wenn du hier jetzt hier wohnen willst, dann kannst du das ja quasi hier tun. Ist ja gar kein Problem. Hallo. Was bist du denn hier? Also, meine Armee hat Bescheid gesagt, dass du hier wohnst. Endlich habe ich dich gefunden. Oh nein, du hast unsere Stadt gefunden. Die letzten Wochen war ich die ganze Zeit außerhalb der Stadt, Leute. Jetzt haben die auch unsere Stadt gefunden. Hört sie dich! Willst du mich kitzeln? Warum klappt das nicht, Leute? Es klappt nicht. Ich lade noch. Nein, oh Gott, Leute, ich renne schnell. Ah! Ah, schnell rein hier, der wird uns erledigen! Ich komme wieder für Dandy. Meine ganzen PC-Sensoren haben mir gemeldet, dass hier in dieser Stadt jemand meine Hilfe braucht. Irgendwo hier soll diese G-Man-Toilette sein, die wollte ich sowieso schon seit Wochen erledigen. Ah, da ist die, die dreht ja komplett durch. Hey, du da! Hey, chill mal kurz! Was? Wer redet da? Ich bin der PC-Mann, der Titan-PC-Mann. Ja und? Ich kenn dich nicht. Du kennst mich nicht, dann müsst du mich jetzt kennenlernen. Lass diese Jungs hier in Ruhe. Welche Jungs? Hier, guck mal, ich mach deren Baum kaputt. Hör auf. Warte, lass mich nachladen, jetzt. Okay, das geht zu weit. Ich werde dich jetzt erledigen. Oh, das kitzelt schon, ja? Du bist auf jeden Fall kein Schwächling. Oh nein, ich treff dich nicht. Oh, du bist viel zu schwer, dich zu treffen. Du bist halt einfach ein Loser. So, let's go. Ah, easy. So, dann will ich mal kurz zu den Kleinen gehen und sagen, dass die safe sind. So, dann wollen wir mal. Let's go. Alter, was geht denn da für ein Gefeuer ab, Buffalo? Da wird ja nur rumgeschossen. Ich weiß auch nicht, was draußen abgeht. Lass uns mal rausgehen. Alter, nein, unser Baum. Warte mal, wer ist das denn, Buffalo? Unser Baum ist kaputt. Mir doch egal, wer das ist. Buffalo, guck dir mal, der sieht voll gefährlich aus. Das ist viel wichtiger. Und das sieht aber auch krass mal aus. Das sieht krass aus. Guck mal, das ist eine RGB-Tastatur. Hey, du hast voll eine coole Tastatur. Ich will auch so eine Gaming-Tastatur haben. Warte mal, bist du dieser Dandy? Ja, ich bin dieser Dandy. Oh, ich hab grad den G-Man-Mod für euch erledigt. Oh, wirklich? Du hast es quasi gerettet? Wie cool ist das denn? Wie heißt du eigentlich?
Ich bin der PC-Titan-Mann. Der PC-Titan-Mann. Oh, ich will auch so ein Titan sein. Mann, wir sind so schwach gegen diesen G-Man, haben wir keine Chance. Wie können wir denn stärker werden? Wie hast du es eigentlich geschafft, so stark zu werden? Ich war damals auf der Titan-PC-Schule. Aber die gibt's nicht mehr. Die einzige Schule, die, glaube ich, noch Leute ausbildet, ist die Titan-Drillmann-Schule. Da könntet ihr hingehen. Was? Die Titan-Drillmann-Schule? Und dann wären wir zu Titan, oder? Hä? Genau. Was? Das soll funktionieren? Oh, Flo, ich weiß, wir haben beide nie Bock auf Schule, aber wollen wir mal diese Titan-Drill-Schule probieren? Aber Computerspielen macht viel mehr Spaß. Kann ich mal an deinem Computer irgendwie so das neue Spiel ausprobieren? Nein. Warum nicht? Ich will selber spielen. Oh, wofür nerv ihn jetzt nicht? Okay, Leute, wir werden in diesem Video diese Titan-Drill-Schule jetzt besuchen und hoffentlich zu einem Titan werden. Also, bleib bis zum Schluss dran, nicht wegschalten, das wird jetzt richtig cool. Oder würde ich sagen, wofür gehen wir zu dieser Schule, oder? Let's go! Let's go! Wofür, ich glaube, wir sind ein bisschen zu spät für den Unterricht, oder? Ich glaube auch, die sind schon alle drin. Okay, let's go! Hey, ihr da! Ihr seid zu spät. Das gibt heute auf jeden Fall Nachsitzen. Aber sie kennen es doch gar nicht. Wir haben uns nicht mal eingeschrieben hier für den Unterricht. Das ist mir so egal. Wollt ihr Teil des Unterrichts sein oder nicht? Ja, schon. Eigentlich wollen wir Teil sein, oder, Buffalo? Ja, ich möchte auch schon Teil sein. Ich möchte ein Drillmann werden. Ich will auch ein Drillmann werden. Dann seid ruhig und hört auf meinen Unterricht. Haben wir uns verstanden? Ja, okay, wir sind ruhig. Tut mir leid, Herr Lehrer. So. Heute haben wir Sportunterricht. Erste Stunde, alle mal raus mit euch. So, Leute, wie steht es draußen? So, der erste ist der im Blauen. Oh, wofür du bist dran? Ich hab doch gar keine Ahnung, was ich machen muss. Ja, keiner, hör einfach auf den Lehrer. Das wird schon schief gehen. Ja, es wird schief gehen. Also, sag das mal so, wird schon schief gehen. Also wird klappen. So, geh mal. So, du im Blauen. Wie ist dein Name? Ich bin Buffalo. Und was muss ich jetzt hier machen? Ganz einfach. Ganz ruhig, du brauchst nicht nervös zu sein. Du musst diesen gelben Turm hochklettern und von oben runterspringen und dieses Wasserdingsbums da reinfallen. Weißt schon, wie hoch der Turm ist? Guck mal, das sind 120 Meter. Das ist gefährlich. Buffalo, du packst das. Buffalo, Buffalo, Ich schaff das nicht. Du schaffst das. Glaub an dich selbst. Glaub an das Herz der Karten. An das Herz der Karten soll ich glauben? Wir sind hier nicht bei Yu-Gi-Oh! Oder so. Ja. Wir sind hier in Minecraft. Hier gibt's keine Karten. Dann glaub an das Herz der Blöcke, Buffalo, und spring, wie du noch nie gesprungen bist. Und? Ich bin zu weit gesprungen. Du bist zu weit. Nein. Oh, Buffalo. Buffalo ist draufgegangen. Ja, das kann bei meinem Test passieren. Die ist sehr tödlich. So, du im Grünen, wie ist dein Name? Hey, ich bin Dandy. Ich bin Minecraft-YouTuber und manchmal mache ich auch Roblox. Ah, diesen Namen habe ich schon mal gehört. Ich glaube, meine Kinder schauen deine Videos. Ja, das kann sein, aber kriege ich jetzt auf eine bessere Note? Nein, das klappt bei mir nicht. Du wirst genauso wie er oben vom Turm runterspringen. Und wenn du jetzt den ganzen Parcours schaffst, kriegst du vielleicht ein Upgrade. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, hoch auf den Turm. Wir wollen ein Upgrade, Leute. Ich will nicht mehr so schwach werden. Ich will auch mal zu einem Drillmann werden, dass ich auch mal gegen diese komischen Toiletten hier schaffe, die zu besiegen. Okay, Leute, ich muss an diesem Block da springen und... Oh, ich hab's überlebt, Leute. Ein halbes Herz. Ich hab's überlebt. Perfekt. Gut, dann macht jetzt diesen TNT-Parcours. Das wird jetzt der schwierige Teil. Oh nein, ein TNT-Parcours. Okay, Leute, ich muss auf das zweite, weil wenn ich hier direkt drauf gehe, glaube ich, schaffe ich das nicht. Das zweite... Oh, das wird echt schwer. Okay, Leute, let's go. Okay. So, ich hab's geschafft. Ja! So, komm mal her, Dandy. Ja? So, nicht schlecht. Du musst jetzt nur noch mit deinem Bogen die Zielscheibe treffen und diese komischen Skibbidis, die ich unten platziert habe, erledigen. Okay, Leute, dann würde ich sagen, erledigen wir erstmal die... Oh, die sind echt voll viele Skibbidis. Okay, ich habe ja schon Sachen, deswegen machen wir es einfach mit den Sachen, die wir haben. Okay, Leute, wir bleiben einfach hier auf dieser Treppe, weil ich habe Angst, aber noch 5 Leben. Beschützt mich, ich muss ihn wegzaubern. Oh, so, nein, nichts zaubern. Hokus. Oh, wow, Leute, ich hab ein Upgrade erhalten. Guck mal, ich bin jetzt so ein Muskeldrillmann wie der Lehrer. Okay, Polizist. Oh, beschützt ihn. Also beschützt mich, ich muss ihn wegzaubern. Diesen Drillmann, den müssen wir loswerden. Hokus. Hokus. Und verschwinde in den Himmel. Wow. Was meinte der Zauberer? Verschwinde im Himmel. Ah, wir sind im Himmel. Eieiei, Leute, was geht denn hier ab? Hallo? Ist hier... Oh nein. Wir sind ja überall Skibidi.
Ah, wer bist du denn? Warum bist du hier? So, oh, wir haben ihn erledigt, Leute. Okay, wie komme ich denn jetzt hier weiter? Oh nein, wie komme ich? Wissen Sie das Passwort, Leute? Nein! Die haben nichts gedroppt. Das kann doch nicht sein. Hallo, ist hier jemand? Hallo? Hallo? Hier ist ja niemand. Hä? Das kann doch nicht sein, Leute. Ich versuche gerade irgendwie was zu finden. Aber ich finde das Passwort einfach nicht. Leute, was ist das denn? Ein Schild mit 6x1? Mal gucken, vielleicht klappt das ja, Leute. Kann ja echt sein, dass es klappt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boah, schnell rein. Wir haben hier eine Art Labyrinth. Oh nein. Was ist denn hier los? Okay, hier geht's nach oben. Okay. Okay, jetzt müssen wir hier rüber jumpen und... Ja, ich hab's geschafft, first try. Oh nein, sieht da hinten schon wieder. Oh Leute, wir dürfen nicht runterfassen, sind wir hier. Sonst gehen wir down. Okay, wir müssen... Keine Ahnung, Leute, wie wir hier rauskommen. Aber wir müssen auf jeden Fall hier raus. Weil wir müssen wieder zur Schule. Oh nein, hier sind... Oh nein, Angriff! Wer ist das denn? Erledigt ihn! Schnell, schnell! Okay. Und perfekt, Leute. Okay, was ist das denn hier? Oh, kann man was hier los ist? Aber... Es hat geklappt, nur jetzt ist das Problem, wie geht's weiter? Hier, oh, ist ein Knopf, Leute. Vielleicht teleportiert er uns raus, aber oh, wir kommen nicht rein. Okay, hier sehe ich schon Propeller. Oh, nein. Warum kann ich nicht angreifen? Warum kann ich nicht... Oh, doch jetzt. Oh. Dreh durch. So schnell erledigen. Okay, Leute, wir drehen durch. Hat er was gedroppt? Guck mal kurz. Ja. Oh, der hat Schlüssel gedroppt, Leute. Okay, einen von vier. Okay, seht da hinten. Da hinten gibt es andere Gegner. Das heißt, vier Türen. Wir müssen jeden von denen erledigen, Leute, damit wir an den Schlüssel kommen. Okay, den erledigen wir direkt. Und... Okay, der hat einen Schlüssel gedroppt. Perfekt. Jetzt gehen wir zum nächsten. Oh, die Skibidi Speaker-Toilette. So. Und jetzt noch hier. Wer hier ist. Okay, den erledigen wir auch noch schnell. Oh, nein, das ist zufrieden. Okay, Leute, wir haben jetzt vier Schlüssel. Jetzt können wir hier mal ganz fix die Tür aufmachen. So, eins, auf. Zwei, auf. Drei, auf. Vier, auf. Und jetzt drücken wir den Knopf, Leute. Let's go. Ich bin wieder zurück. Let's go. Weiter. Und Alan und... So, den haben wir noch. Perfekt. Und jetzt noch die letzte Prüfung, Leute. Bogenschießen. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. So. Und jetzt Bogenspannen. Anvisieren. Oh, ich bin so schlecht da drin. Wow, wir haben getroffen, Leute. Wow, Leute, wir sind Titan-Drillmann, der Lehrer. Guck mal, ich sehe sogar krasser aus als Sie. Was? Das kann doch nicht sein. Wie kannst du denn ein krasses Upgrade erhalten haben als ich? Ja, ich habe alle Prüfungen gemeistert. Warte mal. Wer ist denn das da hinten? Ah, wir werden belagert von den Scientists. Greift ihn an, greift ihn an. Oh, Leute, ich kann fliegen, perfekt. Ey, lass unsere Schule in Ruhe. Okay, Leute, der ist diesen stark nachladen. Anvisieren. Ey, du blöde Toilette, was willst du hier? Das sage ich dir nicht, was ich hier will. Alter, sind die stark. Okay, okay, wir haben den gleich, wir haben gleich, Leute. Doch die und dann die Scientist-Toilette. So, Freundchen, was willst du hier? Soll ich dir zeigen, was ich will? Ich will diese Schule kaputt machen. Nein, nicht die Schule. Oh, das wirst du bereuen. Ich werde dich jetzt erledigen. Oh nein, ich habe dich getroffen. Echt, dass du das schaffst? Ja, schaffe ich. So, aufladen. Oh, nein. Oh, ich habe ihn erledigt, Leute. Aber nein. Oh, der Lehrer, die Schule und die ganzen Schüler. Oh, das zerbricht mir das Herz. Ich bin seit 20 Jahren Lehrer an dieser Schule und jetzt wurde sie erledigt. Oh, seid nicht traurig. Ich helfe dir, alles wieder aufzubauen. Oh, Leute, der Lehrer hat jetzt alles verloren. Aber ich werde ihm helfen, Leute. Und wenn ihr mehr von sowas sehen wollt, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.